Eigentlich ganz einfach, Oma. Nach ihrem Studium hat sich Simone Brünz für das Leadership-Programm von Teach First beworben. Sie ist eine Fellow, eine Lehrkraft auf Zeit an der Brüder Grimm Grund- und Stadtteilschule in Hamburg-Billstedt. Die Organisation Teach First Deutschland bringt Fellows in soziale Brennpunktschulen. Die Fellows unterstützen die Lehrkräfte im Unterricht und bieten mit Projekten gezielte und individuelle Förderung. Teach First engagiert sich zum Thema Bildungsgerechtigkeit, denn der Bildungserfolg der jungen Menschen ist zu stark abhängig von der sozialen Herkunft. Jugendliche aus bildungsfernen Haushalten, aus sozial schwierigen Umfeldern, haben einfach nicht dieselben Startbedingungen wie andere Jugendliche. Die werden nicht so gefördert zum Teil von zu Hause, haben vielleicht auch nicht die Perspektive, welchen Job kann ich später annehmen, welche Ausbildung kann ich aufnehmen. Es wird zu Hause möglicherweise auch nicht Deutsch gesprochen. Insofern ist Sprachförderung ein großes Thema. Und insofern ist es uns besonders wichtig, eben schon an Grundschulen anzusetzen, an einem für uns relevanten Übergang, an einer Gelenkstelle in der Bildungsbiografie anzusetzen und den Übergang von der dritten, vierten Klasse zur weiterführenden Schule für die Schülerinnen und Schüler sicherzustellen. Dafür schickt Teach First seit 2009 junge Hochschulabsolventen aller Fachrichtungen für 2 Jahre an Brennpunktschulen. Ein Jahr als Fellow hat Simone Brünz schon hinter sich. Sie hat Erziehungswissenschaften studiert und musste einen 3-stufigen Auswahlprozess durchlaufen. Voraussetzungen sind überdurchschnittliche Abschlussnoten. Man muss Verantwortung übernehmen können und eine gewisse Leidenschaft haben. Ich war auch erstaunt, wie schnell ich reinkam und die Kinder mir auch zugewandt waren. Und dann auch irgendwie, wenn man mal eine Weile nicht da ist, kommen sie und stürmen auf einen zu. Und also mit Grundschülern ist es sehr, war das für mich zumindest sehr einfach, eine Vertrauensbeziehung aufzubauen. Und das ist mir auch sehr wichtig, weil das ist so die Basis, wo ich dann auch sage, ich kann die Kinder stärken, einfach in ihrer Persönlichkeit, was auch über Leistung hinausgeht. Also mir geht es gar nicht so viel nur um schulische Leistung und die Basiskompetenzen, sondern auch wirklich um einfach um dieses mit sich selbst zufrieden sein. Das Programm Starke Basis ist eines von 4 Programmen, mit dem sich Teach First für Kinder und Jugendliche einsetzt. Das Interesse daran ist groß. In der Vergangenheit gab es 1000 Bewerber auf 80 Fellow-Stellen. Das Gehalt für die 2-jährige Tätigkeit wird von der Stadt bezahlt. An der Brüder-Grimm-Schule ist Simone Brünz der 3. Fellow. Die Fellows sind für uns eigentlich ein sehr großer Gewinn, weil die Fellows bringen eine sehr große Eigenmotivation mit. Die haben sich ja freiwillig dafür entschieden und haben richtig Lust dazu. Und sie unterstützen eben unsere Lehrer in den Klassen, im Unterricht, im Förderunterricht und sind für die Klassen eine sehr große Hilfe. Sie bieten dann ihr eigene Sachen an, haben eigene Ideen, die sie hier mit einbringen, haben dann eigene Kurse, die sie auch anbieten können, also Neigungskurse. Und sind sehr motiviert und sehr zuverlässig. Und wir sind jetzt im 5. Jahr und sind eigentlich hochzufrieden mit den Fellows, die hier zu uns gekommen sind. Gemeinsam mit Klassenlehrerin Diana Tomaides unterrichtet Simone Brünz die Klasse 3b. In einer Doppelstunde steht jetzt das Projekt Schulgarten auf dem Plan. Doch bevor es raus in die Beete geht, werden die Aufgaben verteilt. Und Elmin berichtet von seinen Erfahrungen bei der Gartenarbeit. Okay, also das war voll schwer, die Brombeerwurzel aus, wie es mal rauszugraben. Das ist richtig viel Power. Das Anstrengen sich lohnt, wenn man etwas erreichen will. Diese Stärke will Simone Brünz an ihre Schüler vermitteln. Wir haben hier einige Kräuter. Kennt denn jemand von euch schon welche? Erzählt die Zusammenarbeit klappt gut, sagt Olaf Neumann. Und da die Fellows noch relativ jung sind, geht es ganz schnell, dass sich die jüngeren Schüler an die Rockzipfel der Fellows hängen. Mir gefällt, was sie macht, weil sie macht was ganz anderes als die normalen Lehrer. Sie hilft uns und sie hört uns erstmal zu und dann verbessert sie uns, was wir sagen. Bei Bücherlesen war ich Katastrophe und danach war Frau Brünz da, hat mir alles geholfen, wie man lesen kann und so, zum Beispiel Ameise oder irgendetwas so und danach könnt ihr halt besser lesen. Fellows motivieren und begeistern. Sie helfen den Kindern bei einem erfolgreichen Übergang auf die weitergehenden Schulen. Berufliche Bildung. Ein Thema, das auch Elke Büdenbender, die Frau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, am Herzen liegt.
Ich bin Schirmherrin von Teach First, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit die Voraussetzungen für ein erfülltes Leben sind und notwendige Voraussetzungen für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Jedes Kind muss die gleiche Chance haben, lernen zu dürfen, und zwar unabhängig von seiner sozialen Herkunft. Teach First Deutschland setzt genau an diesem Punkt an. Einerseits ganz früh in den Grundschulen, aber auch dann, wenn die Kinder bzw. Jugendlichen weiter sind, wenn sich die Frage stellt, wie geht es denn weiter? Wo soll denn die Reise hingehen? Ich finde, da müssen unsere Kinder und Jugendlichen genau an dem Punkt liebevoll und kenntnisreich betreut werden. Ich denke, ob Berufsausbildung oder Studium, auf die Talente und auf die Interessen der Kinder und Jugendlichen kommt es an. Und ich meine, dass Teach First das genau macht. Unterstützen wir unsere Kinder und Jugendlichen dabei, genau ihre Interessen herauszufinden und den Weg, den sie möchten, gehen, und arbeiten wir zusammen mit unseren Fellows. Neben der Unterstützung der Schüler im Unterricht bringen die Fellows auch mit Projekten und Arbeitsgemeinschaften innovative Impulse und Inhalte an die Schulen. Aysele Bekir hat während ihrer Teach First Einsatzzeit das Tanzprojekt Confidence an einer Schule entwickelt und mit mehreren Fellows auf die große Bühne gebracht. Bei Confidence geht es um Spaß und einen sicheren Ort in der Schule, wo sie sich wohlfühlen können, wo sie nicht unter Leistungsdruck stehen, sondern sich wirklich mit dem, die sie sind, wo sie so ausreichen und wo sie sich ihren Körper widmen können, durch Tanz, durch Bewegung ihrer Kreativität freien Lauf lassen können und dabei eine ganz natürliche Entwicklung entsteht, letztendlich eine Choreografie zu entwickeln und diese aufführen zu wollen, sich damit zu zeigen, in dem, was sie bisher geschaffen haben. Wochenstunden unterrichtet Simone Brünz an der Brüder-Grimm-Schule. Sie leitet Fachunterricht, hat Konzentrationsgruppen eingeführt und macht Entspannungskurse zur Herzensbildung. 16 weitere Stunden pro Woche sind für Fortbildung und Coaching. Schule mal von der anderen Seite zu sehen, ist für Simone Brünz eine tolle Erfahrung. Der Einsatz bei Teach First hat mir gezeigt, dass ich viel mehr kann, wenn ich mich mehr traue, auf jeden Fall. Und dass auch vieles einfach Übung ist, zum Beispiel Gruppen anzuleiten. Und bringt mich auch auf jeden Fall weiter in meiner Entwicklung, weil ich viele neue Dinge mache, wo ich auch mal sage, ich springe über meinen Schatten. Das hätte ich mich vielleicht vor 3 Jahren noch nicht getraut. Und sich einfach mal auszuprobieren. Und also ist schon auch einfach eine Persönlichkeitsentwicklung. Die Fellows haben die Entwicklung ihrer Schüler und Schülerinnen immer im Blick. Die fachlichen Leistungen, Sprachkompetenzen und die Entwicklung von Lernkultur werden festgehalten. Dies ermöglicht ihnen, frühzeitig einzugreifen, bevor ihre Schützlinge scheitern. An der Brüder-Grimm-Schule ist man so begeistert von der Arbeit der Fellows, dass dort ab Sommer ein zweiter Fellow dazukommt.